Wie viel Geld kannst du eigentlich realistischerweise mit Dropshipping verdienen? Weil da draußen gibt es ja super viele Gurus, die einem erzählen, hey, du kannst es schaffen, dir in wenigen Monaten ein Business aufzubauen, was 6- und 7-stellige Umsätze erwirtschaftet. Und ich kann es super verstehen, dass du jetzt in der Position bist, wo du das Ganze ein bisschen unglaubwürdig findest und denkst, warum sollte mir jemand das große Geld versprechen? Funktioniert die ganze Sache denn überhaupt? Und wie viel Geld kann man dann wirklich realistischerweise mit Dropshipping verdienen? Und genau diese Frage möchte ich dir jetzt im Folgenden eben beantworten. Wir wollen jetzt natürlich von einem realistischen Ergebnis ausgehen. Wir haben hier im Mentoring auch immer wieder Leute, die natürlich außerordentliche Ergebnisse erzielen. Irgendwelche 18- oder 19-Jährigen oder irgendwelche Leute über 70, die sehr, sehr gute Umsätze in nur wenigen Wochen oder sogar Monaten erzielen. Sind diese Ergebnisse aber Standard, gerade für einen Anfänger? Im Regelfall nicht. Und deswegen möchten wir heute natürlich vom Standard, vom Durchschnittsfall ausgehen und nicht von irgendwelchen Extremfällen. Dass natürlich immer möglich ist, dass man viel Umsatz in kurzer Zeit erzielt, das ist zwar theoretisch möglich, in der Praxis aber nur sehr, sehr selten. Und leider wird das sehr oft sehr verzerrt dargestellt, indem da draußen irgendwelche Statussymbole geprotzt werden, ne, und man dann selber vielleicht den Eindruck erweckt, dass man innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten sich so etwas aufbauen kann. Faktum ist tatsächlich, dass du es schaffen kannst, innerhalb von wenigen Wochen bzw. Monaten einen Shop aufzubauen. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass man einen kompletten Shop innerhalb von einem Monat aufbauen kann. Mit Produktsuche, mit einer passenden Marke. Das ist alles machbar, wenn man die richtige Anleitung hat. Ist es allerdings machbar, dann im dritten Monat 100.000 Euro Monatsumsatz zu erzielen? Eher nicht. Gleichwohl setzen sich die meisten Leute zu kleine Ziele und wollen dann irgendein Nebeneinkommen generieren. Du musst dir überlegen, ob du 500 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Monat verdienst. Der Zeitaufwand, der ist immer dasselbe. Das heißt, du darfst dir auch gerne mal höhere Ziele setzen und es ist auch nichts dabei, sich mal höhere Ziele zu setzen. Weil ganz ehrlich, du hast ja so oder so keine Glaskugel, um jetzt genau zu wissen, welche Umsätze realistisch sind oder nicht. Also, wenn wir jetzt von einem ganz normalen Anfänger ausgehen, ne, der ganz normal einen Shop sich eben aufbaut, der ganz am Anfang steht, der ja normale PC-Kenntnis, sage ich mal, mit auf den Weg bringt, der jetzt nicht irgendwie der Überflieger ist, der jetzt auch im Marketing nicht der Überflieger ist, dann ist es so, dass wir erstmal starten, im Regelfall mit 10 bis 20 Euro Werbebudget pro Tag. Das bedeutet, wir können am Tag ungefähr 1 bis 2 Bestellungen damit generieren. Und wenn du jetzt ausgehst von einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 49,99, so ein super Verkaufspreis, dann weißt du, hey, du kannst am Tag 50 bis 100 Euro Umsatz eben generieren. Rechnen wir jetzt von einer Marge von ca. 20 bis 25%, manchmal ist es auch 35%, bleiben wir mal in der Mitte bei 25%, dann haben wir bei 100 Euro Umsatz, roundabout, Bruttoumsatz 25 Euro, die bei uns hängen bleiben. Natürlich geht davon auch die Umsatzsteuer ab, ist ja klar, und auf den Gewinn zahlt man auch noch Steuern. Wir wollen uns jetzt aber allerdings mal auf Umsatz und so ein knappe Kalkulation des Gewinns eben fokussieren. Das heißt, 25 Euro, die jeden Tag in deine Tasche wandern. Jetzt rechnen wir das Ganze, weil der Monat ja 30 Tage hat, mal 30, ne, und dann hast du ungefähr so einen durchschnittlichen Monatsumsatz, den man am Anfang generieren kann. Das heißt, du hast dann ungefähr 3.000 Euro Umsatz und 750 Euro Gewinn. Ja, und diese Sache gilt es jetzt natürlich weiter hoch zu skalieren. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, hey, du möchtest 500 bis 600 Euro machen, dann schaffst du das im Regelfall schon in den ersten Wochen bzw. Monaten, also in Monat 2 oder 3 in das Dropshipping-Business, und der Prämisse, dass du es schaffst, innerhalb von einem Monat einen Shop aufzubauen, ist es auf jeden Fall realistisch. Und dann geht es natürlich weiter. Das bedeutet, wie kommst du jetzt auf die nächsten größeren Ziele? Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich gebe diese 10 bis 20 Euro jeden Tag aus, um meine 1, 2 Verkäufe oder vielleicht sogar 3 Verkäufe zu erzielen, dann bedeutet das im Umkehrschluss natürlich auch, dass du einfach mehr Geld für Werbung ausgeben musst, um mehr Verkäufe zu erzielen. Das heißt, du kannst am Anfang recht linear skalieren, ne? Gerade wenn du sehr wenig Geld für Werbung ausgibst, und 10, 20 Euro ist natürlich sehr wenig, 150 Euro sind am Tag immer noch wenig, also erst ab so 4-stelligen Beträgen wird es dann ja auch mal viel, ne, kannst du einfach problemlos das Budget immer weiter erhöhen, die Werbeanzeige wird an mehr Leute ausgeliefert und es kaufen auch mehr Leute, sodass wir davon ausgehen können, dass es machbar ist, einen Umsatz, nicht Gewinn, einen Umsatz von 10.000 Euro nach ungefähr 4 bis 6 Monaten zu erzielen. 10.000 Euro Umsatz klingt für dich jetzt vielleicht viel, ist es aber am Ende auch gar nicht, weil wenn wir hier auch wieder von der Marge von vielleicht 20 bis 30% ausgehen, dann bleiben uns am Ende 2.500 Euro übrig. Das reicht übrigens nicht, um Vollzeit in die Selbstständigkeit zu gehen. Dafür muss man schon mindestens 5.000 bis 10.000 Euro gewinnen und das eher monatlich 10.000 Euro wirklich auch verdienen, um wirklich in eine Vollzeit-Selbstständigkeit reinzugehen. Das heißt, du darfst deine Ziele sehr gerne höher setzen, weil nach 4 bis 6 Monaten ist es tatsächlich realistisch im Schnitt auch diese 10.000 Euro
Euro zu verdienen. Weil du kannst dein Werbebudget ja einfach Schritt für Schritt ja nach oben schrauben. Nehmen wir an, du bist im zweiten oder dritten Monat bei diesen 20 Euro am Tag, dann kannst du aus den 20 Euro immer 40 Euro machen und 80 Euro draus machen und dann bist du schon relativ fix bei 10.000 Euro. Es ist übrigens auch gar kein Hexenwerk, diese 10.000 Euro Umsatz, nicht Gewinn, im Monat zu verdienen, weil dafür brauchst du bei einem Produktpreis von 49,99 ungefähr nur 6 bis 7 Bestellungen, je nach deinem durchschnittlichen Bestellwert. Das heißt, es ist im Regelfall nicht mal schwierig, diese Ergebnisse zu erzielen. Was halt nicht realistisch ist und was auch nicht möglich ist, ist irgendwelche 6-stelligen Zahlen im ersten Jahr. Das ist nicht machbar. Naja, das braucht schon ein bisschen mehr Zeit, aber es sollte langfristig dein Ziel sein, dass du auf jeden Fall nach ungefähr ja, 10 bis 12 Monaten, 14 Monaten ungefähr bei 50.000 Euro Umsatz im Monat stehst, weil dann ergibt die Sache nämlich richtig Spaß, ne? Weil dann bist du irgendwann mal bei deinen 10.000 Euro Gewinn im Monat und dann kannst du auch ja als Selbstständiger sehr, sehr gut davon leben. Das alles davor, ne? Monat 1 bis 4 bis 6, das sind ja so Sachen, die du neben deinem aktuellen Job machst. Wenn du dann Vollzeit in die Selbstständigkeit reingehen willst, dann solltest du eben diese 40.000 bis 50.000 Euro jeden Monat generieren, ne? Um natürlich dann auch einen aussagekräftigen Durchsatz zu haben, beziehungsweise um natürlich die auch Rücklagen dann letztendlich auch schaffen zu können. Außerdem solltest du natürlich einen sehr, sehr wichtigen Effekt zunutze machen. Das ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Den kennst du auch vom Sparen oder vom Investieren in irgendwelche Aktien und den gibt es im Business übrigens genauso. Das bedeutet, wenn du jetzt dein erstes Geld verdienst, sagen wir, du machst jetzt ganz am Anfang deine 750, 800 Euro Gewinn im Monat, dann nutzt du natürlich nicht diese 800 Euro, um zu sagen, hey, guck mal, jetzt kaufe ich mir irgendein T-Shirt für 500 Euro, sondern jetzt gehst du her und nimmst diese 750 oder 800 Euro und reinvestierst die in dein Business. Das bedeutet, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mal mehr mit deinem eigenen Geld wirtschaften musst, sondern einfach die Gewinne aus deinem Business reinvestieren solltest. Und das solltest du grundsätzlich im gesamten ersten Jahr deiner Selbstständigkeit oder deiner angehenden Selbstständigkeit, wenn du noch angestellt bist, eben tun. Du solltest nicht in die Versuchung kommen und sagen, hey, guck mal, ich schütte mir jetzt irgendwas aus, ich gebe jetzt erstmal ein bisschen Geld aus, sondern nutze das Geld immer wieder, um es zu reinvestieren. Weil dieses Reinvestieren ist für dich deutlich sinnvoller und du machst dein Business deutlich größer, als wenn du sagst, du bleibst lieber bei diesen 10.000 Euro Umsatz, wenn du wirklich mal ein bisschen weiter nach oben gehst. E-Commerce hat natürlich ein enormes Wachstumspotenzial. Immer wenn die Leute mir irgendwas erzählen von ihren Zielen, die vielleicht 2.000, 3.000 Euro im Monat sind, muss ich auch sagen, hey, da bist du nur 0,000000% des Marktes. Da bist du so klein. Na, du musst überlegen, wir haben in Deutschland über 40 Millionen Online-Shopper. Das heißt, der Markt, der ist wirklich groß genug für alle. Und es gibt proportional gesehen auch nicht so viele Dropshipper. Es gibt jede Menge Leute, die mit dem Gedanken spielen, was aufzubauen, aber die allerwenigsten Leute ziehen es ja letztendlich dann auch wirklich durch. Das heißt, der Markt ist echt extrem riesig und selbst wenn du 50.000 Euro Umsatz, nicht Gewinn, im Monat verdienst, dann bist du immer noch ein sehr, sehr kleiner Fisch im Teich. Ne? Weil die großen Fische, die machen eben 7-stellige Monatsumsätze. Das ist aber eine Sache für die Zukunft. Ne? Das dauert viele Jahre, bis man da mal irgendwann hinkommt, ne? Gerade als Anfänger. Und das waren so realistische Zahlen, die wir auch immer wieder im Mentoring gesehen haben. Stichwort Mentoring, wenn du dabei gerne Unterstützung hast, melde dich bei uns einfach unter ecomventures.de für ein vollkommen kostenloses Erstgespräch. Ansonsten hören wir uns hier im nächsten Video. Dein Jonathan.